Hey liebe Autofahrfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor knapp einem halben Jahr ein kurzes Review gemacht zu diesem Fahrzeug hier, und zwar zu einem E90, also BMW E90 318i aus dem Jahre 2005. Und ein halbes Jahr später, ich habe den Wagen jetzt knapp ein halbes Jahr, würde ich euch gerne mal zeigen, welche fünf Dinge mir so gut an dem Wagen gefallen. Punkt Nummer 1 ist der Verbrauch. Und wie ihr vielleicht wisst, ist in dem Wagen hier ein Vierzylinder verbaut. Und im Grunde genommen ist es der gleiche Motor von der Grundstruktur her wie im E46. Nur, dass er halt ein bisschen moderner ist und natürlich da die Technologie ein bisschen fortgeschrittener ist. Auf jeden Fall, der Punkt ist folgender. Ich hatte davor einen E46 Compact 316i. Und mit dem Wagen bin ich mit einer vollen Tankladung knappe 800 Kilometer weit gekommen. Mit dem Wagen hier, im Prinzip ein Auto, das mehr Leistung hat, das mehr wiegt, komme ich 100 Kilometer weiter. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und in dem Fall ist der Wagen echt genial. Das Auto ist 11 Jahre alt, und sucht mal einen Wagen in dem Alter jetzt, der genauso wenig verbraucht. Aber ich finde es so keinen. Punkt Nummer 2. Und das ist im Prinzip der wichtigste Punkt, wieso ich den Wagen gekauft habe. Ich brauche ihn hauptsächlich, um zu reisen, also größere Strecken abzulegen. Und dafür ist der Wagen wie gemacht. Er ist sehr leise. Das heißt, wenn ich mal auch höhere Geschwindigkeiten fahre, sprich zwischen 150 und 180, dann kann man immer noch ganz easy mit dem Beifahrer reden. Absolut kein Problem. Bei anderen Autos fängt es an zu rattern, die Windgeräusche werden immer stärker. Das ist bei dem E90 auf jeden Fall nicht der Fall. Er fährt sich vor allem relativ ruhig, das heißt, auf der Autobahn ist man völlig entspannt, er schert nicht plötzlich aus. Alles ist relativ rock solid, und wenn man dann längere Strecken zurücklegt, ist man auch völlig entspannt. Das heißt, man ist nicht gleich müde. Das liegt auch zum Teil an den Sitzen, die zwar jetzt im Vergleich zu den heutigen Sitzen von den BMWs noch nicht so krass sind, das sind noch relativ basic Sitze, trotzdem kommt man immer entspannt an. Was ich beim 318i auch noch immer ganz witzig finde, ist, es ist ein Sauger, und wir haben nicht viel PS, wir haben jetzt 129 PS in dem Wagen. Das ist gar nichts, wenn man überlegt, wie groß das Teil ist und wie schwer das Teil ist. Und wenn man eine Autobahnauffahrt nimmt, ne, da wird man teilweise von Polos überholt. Das ist wirklich katastrophal. Aber jetzt kommt der Punkt. Und das finde ich relativ krass. Sobald man die 110, 120 überschreitet, fünfter Gang, dann kommt das Ding nochmal so richtig. Und das ist manchmal relativ überraschend, weil man gibt durchgehend und hat eine Gaspedalstellung, die man die ganze Autobahn auffahrt und dann die Beschleunigungsphase draufdrückt sozusagen. Und wenn man dann nicht zurückzieht, dann ist man ganz, ganz schnell auf 160, 170. Und das finde ich natürlich krass, weil wenn man zum Beispiel schnell überholen will auf der Autobahn, ist es mit dem Wagen absolut machbar. Auf der Landstraße hingegen wieder nicht, weil man da ja sozusagen noch unter 100 km/h fährt. Und da braucht er wieder ein bisschen länger. Aber auf der Autobahn absolut kein Problem. Punkt Nummer 4 ist für mich dieses zeitlose Interieur. Ganz ehrlich, Leute, nur wegen dem Interieur hätte ich mich schon für diesen Wagen entschieden. Weil er sieht einfach klasse aus. Der Wagen ist 11 Jahre alt. Und ganz ehrlich, es ist simpel. Klar, ich habe jetzt nicht viel drin. Es ist wirklich Basic vom Basic, ne? Aber so wie das Interieur aussieht, absolut Hammer. Die ganze, so wie das aussieht, es greift sich alles gut. Die Wege sind nicht so weit, wenn ich zum Beispiel zur Belüftung hingehen will. Es ist alles übersichtlich. Auch hier das Armaturenbrett komplett. Alles macht Sinn. Alles fühlt sich gut an.
Und wenn wir schon bei gut anfühlen sind, kommen wir auch gleich zu Punkt Nummer 5. Und zwar, es ist und bleibt ein BMW. Das heißt, es ist ein Fahrerauto. Du sitzt in dem Auto immer genial drin. BMW hatte, die machen das einfach gut. Du sitzt genial drin, die Sitzposition ist geil, die Lenkposition ist auch geil, der Wagen fährt sich knackig. Es macht einfach Spaß, es ist einfach ein Fahrerauto. Und das kann man, wenn man andere Autos hernimmt, im gleichen Preissegment. Ich habe jetzt den jetzt für 7.000 glatt bekommen. Das ist für einen Wagen, der gerade mal 80.000 Kilometer hat, ein absolutes Schnäppchen. Und jetzt überleg mal, ihr holt euch einen Kia Ceed für den gleichen Preis. Klar, der ist dann wahrscheinlich ein bisschen neuer, aber ihr habt nicht so den reinen Fahrspaß wie in einem Kia. Da ist die Sitzposition schlecht, die Materialien sind schlecht, das Auto ist generell nicht so geil. Da holt euch doch lieber den E90, oder? Für 7.000 Euro müsst ihr mal überlegen. Absolut genial. So Leute, das waren meine 5 Punkte, die ich am E90 318 ISO mag. Wenn ihr noch weitere Punkte habt, was euch an den E90s gefällt, dann schreibt es am besten drunter. Und ja, wie immer, liken, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video.